Ich bin als Bautechniker eingestellt und für die Instandhaltung da. Das heißt, kleinere Bauvorhaben abwickeln oder klassische Betonsanierung wie in dem Fall. Dann die Feuerfestausmauerung in die Rauchgaskanäle, Kamin, die Öfen und Kanalsanierung oder Straßen. Also das ganze Spektrum, was Bau betrifft, wird bei uns abwickelt. Wenn man dann das gigantische Sektor, die Aufmauerung, bin ich immer wieder fasziniert. Ja. Da schau her. Oh. Da fällt ein Haufen Zeug, aber das ist bis jetzt noch nicht gesehen. Ja. Ja. Die Höhe, dann der Durchmesser, das sieht man von außen gar nicht. Und auch dann mit den Rauchgaskanälen, wie die umeinander gehen. Also, wie gesagt, da kommst nur einer, wenn der Stillstand ist. Und sonst sieht man nur von außen da die Kanäle. Aber ich weiß nicht, was innen drin los ist. Ja, aber da brauchen wir auf alle Fälle mal Gerüst her. Ja. Müssen wir anschauen. So, schauen wir mal. Ja. Die Kamine ist jetzt 60 Jahre alt. Und jetzt werden wir bei jedem Stillstand einen so einen Futterstoß auswechseln, also neu machen. Weil wenn wir das nicht machen, dann haben wir vielleicht in 30 Jahren einen komplett schlechten Kamin. Und dann kann man das auf einen Stillstand nicht wechseln, sondern wenn der Kamin nicht im Betrieb ist, dann können wir nichts mehr anfahren, weil die Rauchgase müssen da raus. Also das ist jetzt der Rauchgaskanal, wo wir vorher drin waren, vom Kalzeiner, vom 24F001, haben wir da rüber gegangen und da vor bis zum Kamin. Und da drin, da haben wir jetzt auf ca. 40 Meter bei der Reparatur innen drin. Und bis daher haben wir vorhin gegangen. Und auf dem Trichter haben wir vorhin noch mal drum gestanden.